Es wäre klug gewesen, ein Bett mitzunehmen. Aber da kommt man immer erst hinterher drauf. Fixer. So. Die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Seriously? Ich wollte gerade ein neues Schwert holen. Aha. Ja, geil. Und mein ganzes Zeug liegt jetzt da drüben. Ah! Ja, das war eine dumme und verlustreiche Mission. Aber ich meinte ja auch, ich muss auf Reise gehen. Bin ich jetzt, was sind das da drüben, viele Hexen? Bin ich jetzt selber schuld, ja. Okay. Wir brauchen neues Zeug. Wir brauchen neues Werkzeug vor allem. So. Und noch ein Schwert. Wie sieht's aus mit Rüstung? Haben wir gar nichts, okay. So. Immerhin haben wir noch unsere Diamanten, die hatten wir ja nicht bei. Fackeln haben wir auch keine mehr. Okay, ich glaube, wir müssen einfach mal ein paar Bäume farmen gehen. Nein, 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 nein. Dummer Creeper. Oh, hey. Ich erinnere an letztes Mal. Wir gehen mal da drüben in den Wald und holen uns ein paar Bäumchen. Haben wir gar kein Proviant mehr da, ne? Also, da schon noch, aber alles, was wir gesammelt haben, liegt jetzt natürlich irgendwo da, wo wir waren, eben rum. Und da liegt's gut. Kompass, die Eimer, die Fackeln, das Werkzeug, die Kohle, die schöne Kohle. Einfach mal ein paar Bäume abholzen, so.
denkt die ganze Zeit, es ist abends. Dabei ist es einfach erst nicht mal 3 mittags, also. Naja. So, ich denke, das dürfte fürs Erste reichen. Den dann nehmen wir noch mit. Hallo? Was ist das hier eigentlich? Wollten wir da nicht mal noch was reinbauen? Ich weiß es nicht mehr. So. Oh, da ist noch Eisen drin. Und Gold. Oh, coole Sache. Dann, was wollte ich dann als Nächstes machen? Ah, ich wollte gerade irgendwas machen, aber ich habe es irgendwie vergessen. Stickies. Ich wollte Stickies machen. Und zwar für Fackeln. Genau, ich wollte Fackeln machen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Genau. Hier den Sand, den schmelzen wir auch noch. Hier mal ein paar Steine in unsere Grabbelkiste unten. Und vielleicht auch einen oder anderen Block Erde noch. Damit wir hier oben mal wieder ein bisschen Platz haben. Wir haben ja unten so einen tollen Truhenraum. Da wäre es auch sinnvoll, wenn wir ihn benutzen, wa? So, den hier hatten wir. Genau, einfach mal das Zeug hier rein. So. Na, geh nach oben. Den Setzling schmeißen wir hier in die Random-Kiste mit rein. Dann ist gut. So. Das wächst und gedeiht schon wieder. Das finde ich ja super. Okay. Ich würde so ultra gern in den Nether gehen. Und ich glaube, wir machen uns jetzt aus diesen Diamanten, aus diesen 3 Stück, eine Diamantspitzhacke. Nachdem wir mit Stickies noch hier. Genau. Ich denke, wir machen uns jetzt damit eine Diamantspitzhacke, damit wir, ja, damit war es eigentlich, damit wir Obsidian abbauen können. Und wir brauchen 6, 10 Blöcke Obsidian.
Das heißt, wir nehmen hier 10 Eimer Lava mit. Und ein Eimer Wasser. Ah, Entschuldigung. Genau, jetzt gehen wir da unten in dieses, ne, in dieses Loch da. Gehen wir jetzt rein. Und dann machen wir hier. Eins, zwei, drei, vier. Von da drüben. Von hier kommt dann das Wasser. Jetzt brauchen wir stehende Lava. Damit Obsidian draus wird. Hätten wir mal. Und nu. Ums. So. Zack. Klatscht für hier lieber noch mal Fackeln rein. Und jetzt können wir mit unserer tollen neuen Diamantspitzhacke hier das Obsidian abbauen. Das dauert ewig. Aber wie ihr bestimmt alle wisst, ist die Diamantspitzhacke das einzige Werkzeug, das Obsidian abbauen kann. Nicht mal TNT sprengt Obsidian. Es ist damit also beinahe so unzerstörbar wie Grundgestein. Nur Grundgestein kriegt gar nichts klein. Das hat sich gereimt, das war schön. Und wenn wir dann das Obsidian haben, dann können wir uns ein Nether-Portal bauen und dann im Nether ein bisschen nach Rohstoffen suchen gehen und dann nochmal genauso kläglich sterben wie gerade eben. Und dann vergessen wir alles im Nether und dann fangen wir wieder von vorne an und so machen wir dann immer weiter. Nein, Quatsch, wir gehen natürlich überhaupt nicht drauf, sondern wir werden siegreich sein. Kann man ein Let's Play eigentlich durchspielen? Mit Sicherheit, aber bei Minecraft auch. Naja, wir werden sehen. Haben es ja gleich geschafft. Ich denke, dass wir auch gleich hier in dieser Höhle das Portal bauen. So. Kommt.
Ja. Machen wir hier ein kleines Räumchen, das heben wir jetzt aus. Dann können wir das hier nämlich auch schon zumachen mit irgendwie dann eben Metalltüren oder so, damit nichts aus dem Portal zu uns in die Welt kommt und uns hier schaden könnte. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Es ist schon wieder dunkel, ne? Bisschen aufpassen hier, dass wir nicht angegriffen werden. Hier nochmal zwei Fackeln hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Und die Ecken, die können wir uns sparen, die brauchen wir nicht. Allerdings brauchen wir, und dazu müssen wir jetzt nach oben gehen in unser Haus, wir brauchen Feuerzeug. Vielleicht können wir dann hier irgendwie auch zumachen mit Glas und das dann mit uns mit dem Haus verbinden. Aber fürs Erste wollen wir hier nach oben gehen und nicht angegriffen werden. Das mal zum Anfang. Vielleicht können wir den Gang dann hier anschließen, dass wir hier nach unten gehen mit einer Leiter und dann irgendwie so. Sehen wir ja dann. Was macht das Glas? Okay, sieht gut aus. Futter haben wir auch da. Und wo ist unser Feuer? Hatte ich das dabei? Hatten wir überhaupt ein Feuerzeug? Na gut, dann machen wir eben eins. So, wie ging das noch? Ja, genau. Und damit geht es jetzt wieder nach unten. Aber wir nehmen hier direkt. Ach so, okay, ich dachte, da kommt nur eine bei raus. Hey, halt, so. Nee. Aber wie macht man nochmal Druckplatten? Stufen, nee. So. Gut, das nehmen wir mit. Bewaffnen. Kurz nach Feinden spähen. Scheint aber alles gut zu sein. Nicht. Ah, es ist immer wieder eine Freude, ganz ehrlich.
Ja, da ist mir doch tatsächlich kurz Minecraft abgekackt. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen konnte, aber gerade eben, als ich die Fackel, nach dem Creeper, als ich die Fackel wieder an die Wand hingeklatscht habe und mich rumgedreht habe, stand da noch ein Creeper. Und als der explodiert ist, weil, naja, weil er einfach schon da war und ich nichts mehr machen konnte, ist einfach mal das Spiel abgekackt. Beziehungsweise die Aufnahme und die Framerate. Also das Spiel lief weiter, aber die Framerate ist auf den Keller geschossen. Und weil das ja nicht genug war, ist nach diesem Creeper, ja, nochmal ein Creeper gekommen. Und drum ist hier jetzt alles kaputt und dunkel und ganz ehrlich, ey. Naja, wir machen weiter. War jetzt ganz ehrlich, ich Creeper, warum macht ihr das? So. Wir wollten das hier anzünden. So. Da oben. Machen wir auch zu, so. Was ist so dumm, ey, ganz ehrlich. Miese Creeper. Man könnte jetzt natürlich da reingehen, aber dazu habe ich jetzt definitiv keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt mal nach oben ins Haus. Und dann ist mit der Aufnahmesession erstmal vorbei. So. Zeug weg. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Ganz ehrlich, Leute. Creeper, ey, 3 Stück. Ich fasse es nicht. Okay. Wenn euch diese Folge trotz allem gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Oder wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr das Ganze hier teilt, damit alle anderen auch noch sehen, was wir hier fabrizieren. Und ja, ansonsten sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.